Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Amira Pocher. Wow! Fällt sogar Amira Pocher. Oh shit. Oh, Amira Pocher. Da muss es ja besonders sein, wenn der Typ unterwegs auf Tour ist. Gut, der ist natürlich auch auf Tour unterwegs in ganz vielen anderen Städten. Nicht ganz so groß, aber wesentlich lustiger und viel authentischer. Und seit heute sind auch die Österreich-Termine im Verkauf. Jetzt aber nochmal zurück zu Beyond. Der gibt uns ja so wahnsinnig gute Tipps. Erst am Wochenende wieder dieser Megatipp von ihm. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe so einen geilen Tipp für euch, weil wir alle kennen das Problem. Okay. Wir stehen vor der Tür und wollen klopfen. Ne? Ja, wohl ich. Und dann? Was machen wir? Ja. Wir nehmen den Arm hoch. Hä? Ja, das zeigt er jetzt nochmal so einmal. Okay. Und klopfen. Aber? Aber der Arm ist ja eh hier unten. Das heißt also, eigentlich könnte man direkt von hier aus klopfen. Geht aber nicht. Das spart also Zeit, Energie. Einfach das nächste Mal von hier aus. Fertig. Denkt mal drüber nach, oder? Geil, oder? Super geil ist das. Das sind ja richtig geile Tipps. Und auch die Frisur sieht ja wieder mal perfekt aus bei dir. Das muss ich ehrlich mal sagen. Es sind so wahnsinnig gute Tipps. Ich könnte auch direkt die Tür eintreten, vor allem wenn du da drin bist. Aber was soll ich denn da jetzt irgendwie groß auch noch hinterher nachtragend sein? Boah, Majid069 schreibt, Bruder, wie hart das sein muss, wenn deine alte Flamme Masrada macht und noch deinen Nachnamen hat. Boah, das ist heftig, Digga. Scheiße. Wir wollen uns doch jetzt mal dein Lebens- und Schaffenswerk etwas genauer anschauen, denn da gibt es ja einiges zu sehen. Wer bist du eigentlich? Du Beyond, du Doktor, das wissen ja viele auch nicht. Und du bist bestimmt der beste Doktor, den man haben kann. Mein persönlicher Dr. Love. Hier ist mal eine kleine Zusammenfassung deines Lebens. Beyond, Motivator, Entrepreneur und Berater. Geboren in Chennai als Sohn des berühmten Bollywood-Schauspielers Arjen Bhattakulu, lernt er schnell das Jet-Set Indiens kennen. Aber all der Wohlstand und all... Wie, echt jetzt? Ist der, nein, glaube ich nicht. Ist das Fake oder ist der Beyond wirklich der Sohn von so einem berühmten Bollywood-Schauspieler? All das sorglose Leben fordern ihren Tribut. Was ist passiert? Um den Schmerz zu bekämpfen und den Geist zu betäuben, stürzt er sich in die Kokain. Nein, bitte nicht. Beyond stürzt ab. Die Liebe zu einer älteren Missionarin gibt ihm wieder Hoffnung. Das ist gut. Er unterzieht sich dem Freischwimmerentzug, gewinnt India Got Talent und lernt sein großes Idol Chuck Norris kennen, der ihn in die alten asiatischen Meditationsmethoden unterweist. Unter widrigen Umständen schafft er es nach Europa, wo er sich in Deutschland ansiedelt, sein Studium beendet und nun Menschen hilft, ihren Weg zu finden. Sein Motto, Motivation ist in der Leicht. Beyonds Best. Das ist natürlich Bullshit, was wir da zusammengeschnitten haben. Das ist von der In der Leicht. Die Falle in Sat.1 gewesen, wo man dich ein bisschen hat reinlegen wollen. Aber wir schauen uns dein Leben mal ganz genau an. Du hast ja alles gemacht, um irgendwie bekannt und berühmt zu werden. Hier zum Beispiel hast du deinen Bruder, ach nee, das bist ja du, zu DSDS geschickt. Guck mal, so sahst du aus. Aus dir ist richtig was geworden. Was? Der war bei DSDS? Das wusste ich aber auch nicht. Das wusste ich aber auch nicht, Digga. Richtig cooler Typ. Hat nicht ganz für das ganz finale Casting gereicht, aber du willst singen, du willst dranbleiben, du willst einfach wunderbar mitmachen in dieser Promi-Welt, weil du kannst ja auch richtig was. Du hast dich nach eigenen Angaben 12 bis 13 Mal bei Wer wird Millionär beworben und dann hast du letztendlich von Günther Jauch dir den Arm brechen lassen und hast es wirklich auf den Stuhl geschafft und ich glaube 16.000 oder 32.000 Euro Glückwunsch an dieser Stelle gewonnen. Was? Der labert, oder? Das ist ja ich kenne Beyond schon vor lange, aber ich wusste nicht, dass er bei DSDS und so war. Und bei Wer wird Millionär? Hä? Ich kenne ihn auch, aber ich kenne seine Biografie nicht. Das ist ja krank. Besser wäre natürlich eine Million, aber nicht jeder kann ja alles wissen. Oder doch? Das ist so erfolgreich gewesen, dass Hollywood auf dich aufmerksam geworden ist, einen riesen Blockbuster daraus gemacht hat und gesagt hat, Slumdog Millionär, auch ein geiler Film, Alter. Einfach viel, viel mehr dran und auch drin. Und letztendlich hast du jede Fernsehsendung mitgemacht. Hier zum Beispiel, da hast du noch richtig coole Hemden getragen beim Quiz im Norden. Du bist einfach überall. Ist das echt? Wo es eine Fernsehkamera gibt und du wusstest einfach ganz genau, ich will meinen Weg gehen. Aber wohin geht dein Weg? Und
kopiert Ameras Glücksguru alles, was er nur so vor sich hinschwafelt? Und viel interessanter, welche Nachrichten hat Dion denn mir persönlich auf Instagram geschrieben? Das erfahrt ihr schon in, ich glaube, 86.400 Sekunden. Also in 24 Stunden. Sehr schön. Audio. Mit mir angelegt und ich mich mit ihm. Ekelhafter Typ. Hasse ich wie aggressiv seine Frau. Er hat sich schon mal mit mir eine kleine Geschichte. Hätten gehatet, gecancelt und erntet halt einen maximalen Shitstorm. Eine kleine Geschichte plaudere ich noch aus dem Nähkästchen über einen Bachelor. Der hat sich schon mal mit mir angelegt und ich mich mit ihm. Ekelhafter Typ. Hasse ich wie aggressiv seine Frau. Mag ich auch überhaupt nicht. Der war nachweislich in der geschlossenen anscheinend. Mir hat das ein Personal, also jemand vom Personal geschrieben. Und die hat mir gesagt, Amira, der hat wirklich, der hat einen Knacks, der verkraftet dieses Öffentlichkeitsleben nicht. Damals, als der Bachelor war, danach hatte er irgendwie so ein, also nicht mehr, war er nicht mehr so gefragt. Und dann hat er sich irgendwie einweisen lassen. Von wem ist jetzt die Rede? Irgendein Bachelor. Bei mir ist jetzt schon einige Jahre her, dass ich mir Hilfe gesucht habe. Ich habe meinen Mund aufgemacht. Ich hatte damals Depressionen, Panikattacken, einen Burnout, alles so in der Zeit, als ich in die Öffentlichkeit kam. Habe das Ganze dann nicht öffentlich gemacht. Das hätte natürlich meiner Genesung damals nicht gut getan. Ich wollte mich in Ruhe quasi regenerieren von dem Ganzen. Habe dann Werkzeuge mit an die Hand bekommen, die mir auch heute noch sehr, sehr gut helfen, wenn ich... Ja, was er hier natürlich auch sagt, was auch wichtig für euch ist, berühmt sein hat viele Schattenseiten und das steht nicht jedem und das kommt auch nicht jeder mit klar. Ne, also berühmt sein ist wirklich eine harte Hausnummer. Da muss man sich gut überlegen, ob man wirklich berühmt sein will. Wenn ich dunkle Phasen habe, weiß ich, was zu tun ist und kann euch da draußen nur sagen, redet. Es gibt nicht immer Leute, die da irgendwie eure Geschichte in den Podcast verpacken, um damit zu entertainen. Das ist jetzt mir passiert. Ich kann damit umgehen mittlerweile, gar kein Thema. Ich finde es aber auch richtig gut, das wollte ich euch noch sagen, dass unter dem letzten Reel so eine kleine Diskussion auch entstanden ist. Viele Leute anonym geschrieben haben, was ihnen auf dem Herzen liegt, denen auch geholfen worden ist und so weiter. Die haben dann vielleicht mal zum ersten Mal den Schritt nach draußen gemacht in der Kommentarspalte. Fand ich mega. Weiter so, fasst den Mut zusammen. Und dazu schrieb er, wer den Mut findet, gegen seine inneren Dämonen zu kämpfen, den können Dämonen von außen nichts mehr anhaben. Nicht mal, wenn ein eigenes düsteres Kapitel für einen lustigen Podcast benutzt wird. Ein Einblick in meine Reise. Vor einigen Jahren entschied ich mich, über meine Mental Health zu sprechen. Die folgenden Anwendungen und Gespräche waren ein Wendepunkt für meine Genesung. Bis heute profitiert... Also quasi hat sich Amira Pocher über den lustig gemacht, so mäßig. Ja, auch ekelhaft. ...von den Werkzeugen, die mir mitgegeben wurden, und weiter zu reden. Amira Pocher, die sich nicht nur lustig gemacht hat über ihn, sondern mäßig so es hingestellt hat, als wäre es was Verwerfliches oder Schlechtes, dass man Hilfe aufsucht. Das rate ich jedem Einzelnen da draußen. Die Hilfe ist da, damit sie aufgesucht wird, damit ihr in dieser Person und leider erlangt und diese Person hätte freuen müssen darüber. Ja, also wir sind halt auch der Meinung, dass... Sie übrigens guckt heimlich meine Stories und schreibt meine Kooperation auch überhaupt immer sich einen Bett. Bekannt als Drama Detective in einem seiner Videos eingeblendet. Ich kann dir mal sagen, eine kleine Geschichte plaudere ich noch aus dem Nähkästchen über einen Bachelor. Welchen genau nenne ich jetzt nicht, aber der hat sich schon mal mit mir angelegt und ich mich mit ihm, also ich habe mich auch offiziell gegen gewehrt. Ekelhafter Typ, hasse ich wie aggressiv seine Frau, mag ich auch überhaupt nicht. Sie übrigens guckt heimlich meine Stories und schreibt meine Kooperationspartner an und will dann dieselben Kooperationen machen wie ich. Du bist so toll, Amira, du bist einfach die Beste. Krass, dass sie dich nachmacht. Vielleicht sollte ich mal Amira wegknallen. Jetzt kommt ihr langsam ihr wahres Gesicht zu Vorschein. Deswegen, seitdem, guck mal, Fat Comedy ist dran schuld. Seitdem der einmal den Lörres angeboten hat, kann sein, dass denn ihr diese Dings rausgesprungen ist, diese Flamme. Also, der das hat doch versucht immer die ganze Zeit da dran. Also, ich habe ja nichts gegen Amira Pocher, ne, aber das ist schon eklig, wie die sich, was sie so Äußerungen macht. Ich hasse den und ich hasse seine Frau und so. Dicker, wie redest du denn, Alter? Nimm dein Beispiel an Darüsch. Nicht jeder kann so toll sein wie du. Und falls ihr euch jetzt fragt, wieso hat sie überhaupt Beef gehabt mit diesem Typen, von dem sie gerade alles liegt? Naja, sie war hochschwanger mit dem Kind von Olli und ihr, das heißt ihr eigenes Kind, schwanger von Oliver Pocher, war bei einer Show und hat bei dieser Show sich gedacht, es wäre geil und so, hey, die Leute sollen sehen, wie cool und fresh und super toll ich bin. Und im schwangeren Zustand fahre ich da mal Rollschuh, ne, auf dem glatten Boden. Der Typ meinte, ey, ich hätte das jetzt nicht so gemacht, das ist unverantwortlich. Auf. Man hat auch recht. Klar. So, okay, wir springen mal ein bisschen vor. Hier mein Bruder Pietro Peabody, mein Bruder Herz, liebe Grüße. Die kommen alle nicht damit klar. Ich, boah, nee. Meinte damals wohl,
dass der nicht sagt, hör mal, widerfahren musste. Er hatte ja irgendwie vor 10 Jahren und. Scheiß drauf. Das Thema ist, würde ich jetzt mal sagen, erstmal durch. Also, ne, das originale Video von Mazda könnt ihr euch natürlich komplett reinziehen. Wir haben natürlich ein bisschen geskippt, wenn der Mazda gesprochen hat, weil er sonst zu lange geht. Wir wollten nur natürlich die Inhalte abgreifen und weil er Mazda das chronologisch vernünftig gemacht hat. Ja, also wenn Amira fremdgegangen sein soll, scheiße. Von Bayern auch scheiße. Also, aber Amira sagt ja, das stimmt nicht. Ich weiß es nicht, mich interessiert es auch nicht. Ja, die beruft sich jetzt auf diese 2 Monate schon auseinander, laber kein Kack. Also 2 Monate auseinander und dann schon einen neuen Bumsen, Alter, das ist richtig ekelhaft. Und dann noch, wenn man Kinder hat, die hat ja mit Kinder mit Olli, ne? Das ist ekelhaft, Mann. Oder wie gesagt, wenn du Jahre zusammen hast. Also das ist echt sogar ekelhaft. Ich gehe sogar so weit und sage, wenn du ein Jahr mit jemandem zusammen warst, richtig zusammen, mit Herz, mit dies, mit das und ohne Heirat, und dann unter 2-3 Monate oder Monate sofort mit jemandem was Echtes eingeht, dann bist du ein Lügner. Für Frau und für Mann. Du kannst dich jahrelang zusammen sein und direkt nach Monaten sofort wieder startklar finden. Ja, normal. Das ist scheiße, Lager. Ja, es ist natürlich. Du musst das doch auch verdauen, verarbeiten, damit klar. Du hast doch erstmal gar keinen Bock auf jemanden dann noch. Ja, klar. Und wenn, dann kommt doch diese eine Person dann wieder in deinen Kopf. Weißt du, werd das doch erstmal raus aus deinem Kopf. Ja, wahrscheinlich ging es dir halt nur um einen kleinen Fick. Ja, die hat vielleicht, ich weiß es nicht. Ist auch nicht meine Angelegenheit. Ne? Und auf seine kleine Pommes, Alter. Also wir gucken mal einmal bei Amira Pocher auf Instagram-Seite. Siehst du jetzt Bayern-Take und. So, suche. Amira. Hauptsache Pocher, Jassi. Hauptsache Pocher bleibt. Das? Hiermit zeigen wir an, dass uns Amira Pocher und Bion Kati Lahui jeweils unabhängig voneinander mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interesse mandiert haben. Oh, was ein Zufall. Die wussten beide, ja, zu welchem Anwalt die gehen. Anlass unserer Mandatierung ist die aktuelle Berichterstattung der BILD. Vom 23.10. und 24.10. Soweit es dort heißt zwischen Amira Pocher und Bayon Katilui bestehe eine Liebesbeziehung, die auch der wahre Grund für die Trennung von Amira und Oliver Pocher sei. Dies falsch. Zwischen unseren Mandanten besteht keinerlei Liebesbeziehung, sondern nur ein Petting und One-Night-Stand. Also, Liebesbeziehung. Falsch ist auch die Behauptung, unserer Mandanten hätten am 20.10.2023 gemeinsam in einem Hotel in Wien übernachtet. Da ist die Story mit dem Klopfen. Wir haben bereits rechtliche Schritte gegen die rechtswidrige Berichterstattung eingeleitet. Wir warnen sämtliche Medien davor, die Berichterstattung der BILD zu übernehmen. Sollte es zu einer Weiterverbreitung der Falschmeldung kommen, werden wir auch gegen jede rechtswidrige Folgeberichtigung mit einer sämtlichen zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln vorgehen. Sorry, Freunde, ich kann nicht so ganz fließend lesen, weil dieses Licht so auf mein Auge knallt von diesem Bildschirm, Digga. Ja, aber im Grunde habt ihr mich ja komplett verstanden. Was beweist das? Danke, Darius. Also das beweist erstmal gar nichts. Das ist einfach nur Hokuspokus-Gelaber. Das ist quasi das Schreiben, damit Bion zu Hause schwören kann und sagen, Schatz, siehst du, Schatz? Ich hab dich nicht betrogen. Ich finde nur dich. So. So, Jan, ich gehe nicht fremd. Guck, Schatz, das ist dieser Brief. Aber dieser Brief bedeutet erstmal gar nichts. Weil die beiden können ja natürlich erstmal sagen, ja, wir sagen, das stimmt nicht. Und dann stimmt das erstmal nicht. Und der Anwalt haut dann erstmal raus. Dann müsste natürlich jetzt das Hotel in Wien eine Überwachungskamera posten, wie die beiden im Hotel sind. Das würde das natürlich kippen, das Ganze. Ja, wie gesagt, ich habe nichts gegen Amira Pocher, soll jeder sein Ding machen, Bion, guter Mann. Wenn beide ihren Partner fremdgegangen sind, ist das traurig, natürlich, klar. Wobei man, auch wenn er jetzt anderer Meinung ist, ich auch, wobei man aber trotzdem bei Amira sagen muss, die waren immerhin noch getrennt. 2 Monate, 3 Monate, was für mich auch, natürlich sage ich, immer noch ekelhaft ist, aber es ist halt immer noch ekliger, wenn sie zusammen wären und die es hinter seinen Rücken gemacht haben. Ich gehe so weit und sage, dass Amira die letzten Jahre nur noch zusammen war, Gewohnheit, Kinder, Familie, Fame, 100%. Weil Bruce, du kannst nicht nach 2 Monaten, nach so vielen Jahren, kannst du nicht dich verlieben. Nicht mal auf jemand anders einlassen. Sag, was für Verlieben, die wollt eine kleine machen. Auch das.